Es sind sonnige 27 Grad im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion. Der FC Eintracht Norderstedt trifft auf den SV Rugenbergen. Der Fokus liegt immer noch auf dem Entscheidungsspiel zur Teilnahme am DFB-Pokal gegen Teutonia. Dort wollen Jordan Brown und Co. nämlich unbedingt gewinnen. Und nun also das Testspiel gegen den Hamburger Oberligisten, der nun erstmals seit der Corona-Pause wieder spielt. Die Gastgeber in Schwarz von links nach rechts mit von Knebel. Abgefälscht dieser Ball und Niako. Patrick Hartmann muss sich ganz schön lang machen. Der Keeper sieht, dass sich der Ball von Niako spät noch senkt. So klärt er den Ball hier zur Ecke. Erste gute Chance durch den 28-jährigen Mittelfeldmann. Und Norderstedt baut weiter auf. Mit Grau. Gute Übersicht. Wieder Evans. Niako. 1:0 für Norderstedt. Das war hervorragend gespielt und umso besser verwandelt. 5 Tore hat er in den 9 Spielen in der abgelaufenen Saison erzielt. Hier grätscht er wunderbar in den Ball herein. Keine Chance für Hartmann im Tor. Jetzt mal Rugenbergen. Hartmann, weiter Ball. Nuxol verpasst und auf einmal die Riesenchance für Milsenol. Ausgleich. Da war natürlich viel Glück dabei bei Eduard Mesenhol. Der 22-Jährige ist bekannt in der Oberliga für seine Läufe hier. Begünstigt dadurch, dass die Abwehr nicht mit so einem Ball rechnet. Rugenbergen gleicht wieder aus und weiß eigentlich gar nicht, wieso. Und auf einmal zeigt sich hier dieser Testspielcharakter. Läuft defensiv noch nicht alles bei beiden Mannschaften. Wieder so ein weiter Ball und Mesenhol in der letzten Sekunde kommt Fabian Grau da noch dazwischen. Defensiv klappt noch nicht alles für die Mannschaft von Jens Martens. Dafür sind sie ja aber da. Grau. Zunächst abgeblockt. Glück gehabt. Ball bleibt in den eigenen Reihen. Und nochmal. Grau. Klasse Ball für Johann von Knebel. 2:1. Ein hervorragendes Tor. Der 23-Jährige steht nicht nur goldrichtig, sondern verarbeitet den auch richtig stark. Da zeigt sich seine ganze Klasse, seine ganze Technik und dann spielt er den routiniert an Hartmann vorbei. Ein schöner Führungstreffer zum 2:1. Nuxol. Nächster Chipball. Gutmann startet durch, hat das Auge für von Knebel. Riesengelegenheit. Der FC Eintracht Norderstedt hat die Schwachstelle seines Gegners erkannt, spielt immer wieder mit hohen Chipbällen vorne auf die Außen, diesmal allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Weiter geht's, Lüneburg, toller Pass auf Nick Gutmann, 3:1. Ein klasse Tor für Nick Gutmann, der sich kaum wie ein anderer freut auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Hat ja 3 Jahre bei Teutonia gespielt, bevor es ihn zu Norderstedt zog. Und hier zeigt er, warum er auch im Entscheidungsspiel von Beginn an spielen sollte. Das waren die ersten 45 Minuten. Offensiv schon sehr vielversprechend von der Mannschaft von Jens Martens, die dann auch nach der Pause gleich wieder Druck macht. Choi kam zur Pause, bringt den Ball rein, Lüneburg verpasst. Und auf einmal ist wieder Rugenbergen im Vorwärtsmarsch. Gutes Auge für Neumann. Leon Neumann überhastet, sieht, dass Hucksoll draußen ist, aber der war bei weitem nicht platziert genug. Weder die Zuschauer noch die Defensivakteure bekommen hier genug Atempausen. Nächster Angriff von Norderstedt. Klasse Ball von Borg auf von Knebel. Johann von Knebel gegen 3, aber der vierte, der Torwart, hält seine Finger dazwischen. Nun mal ein Eckball für Norderstedt. Borg. Nuxol, klasse per Kopf und nochmal von Knebel. Riesendoppelchance, die Chancenauswertung lässt langsam zu wünschen übrig für die Mannschaft von Jens Martens. Rugenbergen hält mit Ach und Krach das 3:1. Nächster Anlauf, diesmal von rechts. Choi. Ball nicht geklärt. Rico Borg. Gibt es ja nicht. Dieser Patrick Hartmann ist ja fast nicht zu überwinden. Eine wunderbare Flugparade. Sehenswert auch für die Zuschauer. Doch dann ist es irgendwann soweit.
Dann war es einer zu viel. Johann von Knebel das 4:1. Jetzt hatte er sich diesen Treffer aber auch wirklich verdient. Wieder herrscht wie in den meisten Szenen Tohuwabohu im Rugenberger Strafraum und dann ist von Knebel schneller als seine Kontrahenten, schießt den Ball erst an die Latte, aber dann ins Tor. Hartmann zum vierten Mal geschlagen. Norderstedt hat jetzt Blut geleckt, Kummerfeld schön in Szene gesetzt, Kummerfeld findet von Knebel 5:1, es kann so einfach gehen. Nun macht er den Hattrick perfekt, Johann von Knebel. Diesmal hat er sogar Glück, weil ausgerechnet Mesenhol den Ball noch unhaltbar abfälscht. Das war dann auch gleichzeitig die letzte Szene der Partie. Jens Martens und Michael Fischer klatschen sich ab zu dem 5:1 zwischen dem FC Eintracht Norderstedt und dem SV Rugenbergen. Wir hören nun die Stimmen bei Christian Oldendorf. Wir sind noch nicht sehr weit so von der Ausdauer her. Wir haben noch nicht so viel Luft. Aber ich finde, vom taktischen, vom defensiven Verhalten sind wir auf jeden Fall besser geworden als in der letzten Saison. Man merkt schon eine Steigerung, aber auf jeden Fall ist noch sehr viel Luft nach oben. Komisches Tor, ja, wie letzte Woche schon. Eigentlich alles mehr oder weniger Eigentore. Aber ich meine, dafür sind Vorbereitungsspiele da. So wird uns nächste Woche nicht passieren. Und sonst haben wir, glaube ich, keinen einzigen richtigen Torschuss zugelassen. Am Sonntag geht es schon weiter gegen Phoenix Kisdorf, aber die Augen sind natürlich auf Teutonia 05 gerichtet.